Und jetzt gehen wir schnurstracks nach Hause und bringen das ganze Zeug in Sicherheit. Also das Zeug in Sicherheit bringen ist in dem Spiel eher unrealistisch, aber wir bringen uns in Sicherheit und damit das Zeug. Und dann bauen wir uns mal ein paar Rabbit Cages und sowas, wo wir die Hasen dann auch drinnen behalten können. Und dann kommen wir bestimmt eine ganze Ecke besser im Spiel voran. Hat sich in gewisser Weise also doch gelohnt. Und ich glaube, die Höhle, die ich gesucht habe mit und so Skelette und so, das findet man dann doch eher am Strand. Ich dachte gerade, ich bin am Skelettkopf drüber gerannt. Ich wollte gerade sagen, was für Glück habe ich eigentlich. Aber doch nicht. Ich glaube eher, dass ich gleich Pech habe und gleich in eine Gruppe reinrennen. Pfeile? Seile. Nehmen wir mit. Danke. Und tschüss. Hier will ich jetzt gerade echt nicht länger als nötig bleiben. Warum höre ich so seltsame Geräusche um mich herum? Also ich dachte, wir sind Moskitos, aber... Oder so, aber die verfolgen mich doch nicht so ewig. Okay, das ist weg. Lag vielleicht an der Teichgegend. Hier ist ein schöner Fischteich. Da war wieder das seltsame Froschgeräusch von Fröschen, die ich nie bekomme. Also zu sehen bekomme. Und somit auch nicht so bekomme. Hier ist eine Felswand. Und noch ein Teich. Koffer. Nehme ich mit. Man kann nie wissen, wann man es braucht. Ich dachte, ich kann die Pflanze aufheben, ging aber nicht. Gut. Da war gerade Bling. Irgendwer hat mich gerade entdeckt. Ja. Guten Abend, die Dame. Ich mache den Vorschlag. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Und da sind wir zu Hause. Wir sind also aus der Richtung gekommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber stört mich auch nicht wirklich. Verfolgt sie mich noch? Ich glaube nicht. So. Hier geht's gerade nicht. Kann ich ja mal ganz kurz hier ein bisschen Zeug einfüllen. So. Da haben wir eine ganze Menge auf jeden Fall erstmal. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt doch mal. Bauen wir uns jetzt doch mal. Bauen wir uns jetzt doch mal. Ich bin verwirrt. Ach da. Ein Rabbit Cage. Den würde ich da hinstellen. Dann bräuchte ich ein paar Sticks. 1, 2, 3. Und da haben wir ein Rabbit. Da haben wir. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kriege ich den Rabbit Cage, wie kriege ich die Rabbits in den Rabbit Cage?
Store live rabbits in a cage and watch them multiply. Ach so. Rabbits are difficult to catch with your hands. Use the trap. Ah, ich kann die also auch fangen mit der Hand. Ideal für trying. Mhm. Small raft könnte ich machen. Okay. Sonst gibt es noch was mit Seilen, was ich noch nicht konnte. Nö, ansonsten. Stickmarker. Den baue ich jetzt einfach mal hierher, weil wir noch nicht gebaut haben. Vielleicht hierher. Irgendwie wird er anders gebaut, als es mir angeschrieben wird. Egal, gucken wir mal. Oh. Was für ein spannendes Teil. Woodblanks, Woodbench. Useful Depth. Das ein Wooden Area erfordert. Okay. Ich würde mir einfach direkt noch einen Rabbit Cage daneben setzen, muss ich gestehen. Wenn die sich vermehren da drin, dann fasziniert mich das doch ein wenig. Soll ich mal gucken. Ich habe da gerade Stöcker drin gehabt. Jetzt wenn ich jetzt nicht. Ja, okay. Geht also wirklich nur Stöcker. Interessant. Interessant. Nehme ich mir mal den Stöcker weg und dann mache ich da gleich einen Cage draus wieder. So. Und so. Aber zwei Rabbit Cages in unserer kleinen Siedlung hier. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Wie fange ich das Ding mit der Hand? Can be used to collect bears. Wie fange ich dich? Bin ich bescheuert? Ach so, einfach rausnehmen. So, dann Rabbit da rein. Los, vermehr dich alleine, das schaffst du. So, dann müssen wir mal hier das Ding wieder aktivieren. Ja, wenn das so ist, dann baue ich mir auch gleich davon noch eine. Was haben wir da noch so an Stöckern? Ein paar sind es schon noch. Für was anderes wüsste ich jetzt eh nicht, wofür ich Stöcker nehmen soll. Also von daher, wenn wir schon so viele im Lager haben, dann nutze ich die gefälligst auch. Neun Stück noch, haben wir glaube ich nie mehr, aber können wir uns ja sammeln. So. Huch. So. Drei noch. Zwei noch. Nein. Hab ich ein Glück, dass ich gerade aus daneben geschlagen habe. Weggehen und sammeln. Und auch hier sammeln.
Weil essen können wir so später immer noch. Lieber habe ich es erstmal gesammelt. Haben wir noch weiße? Da haben wir noch einen Stein. Ich würde es begrüßen, noch zwei Stöcker zu finden. Wir finden sonst immer 1000, warum finden wir jetzt nicht mal zwei? Das verstehe ich jetzt nicht. Er läuft gerade alleine, auch nicht schlecht. Vielleicht finden wir Stöcker auch nur... Vielleicht finden wir Stöcke auch wirklich nur in Waldgebieten, also unter Bäumen. Oh. Hier steht ja der Schlitten noch. Das war schon wieder ein schlechter, ich komme mit den Pilz nicht klar. Das ist doch ein guter. Anscheinend nicht. Na gut. So. Also Stöcker zu bekommen ist wirklich gar nichts. Jetzt probiere ich mal ganz kurz, wie das hier ist. Wir haben hier so ein Ding, ne? Und die war ja vorher schon recht gut. Jetzt will ich mal gucken, wie stark die jetzt ist. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boah. So, okay. Jetzt nehme ich mal die. Und 1, 2, ist erstmal viel lauter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es macht keinen Unterschied. Okay. Interessant, es macht also keinen Unterschied. Wir brauchen noch 4 Köpfe und einen Arm. Es macht von der Geschwindigkeit keinen Unterschied, es ist nur ein Lautunterschied. So, den Rest können wir wieder einpacken. Und damals 2 Draps. Und hier ist leider nichts drin. Warum ich mal durch die Tür laufen will, ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein Mist nicht. So, hier ist wieder so ein komischer Pilz, bei dem ich nicht sicher bin. Stein. Hier müssten oben eine Menge Sticks liegen, genau. Boah, diese ganzen Blätter. Nur mal, guck mal, wie schnell wir Blätter collecten hier. 41, wir sind bei 51. Hier mal durchrennen. 55 Blätter. 3, 8 schon wieder. Das soll mir noch mal einer erzählen, dass es schwierig wäre. So, huch, hat mir zwar noch keiner erzählt, aber soll mir erstmal einer erzählen, ne? So, hier kann ich nichts mehr einordnen. Hier können noch ein paar drauf. Scheiße, wieder weg, ja, komm. Es hat hier nichts zu suchen. Hä, ich komme doch hier hoch. Wieso komme ich jetzt auf einmal hier hoch? Muss ich jetzt nicht verstehen. So, ich würde gerne noch einen Rabbit fangen. Die sind beide noch aktiv.
ich schlafe mal zweimal. Das erste Schlafen geht ja mal sehr schnell voran. Okay, Moment. Obwohl, die könnte ich jetzt mal eaten. Denn mir fehlt es sowieso ein bisschen. Was ist denn? Ich habe damals den Stock als Waffe genommen, so wie es aussieht. Die esse ich nicht, die nehme ich mir. Und hier sonst nicht. Okay, wir wollen mal jetzt wieder loslegen. Und zwar nehmen wir jetzt wieder unsere leise Axt. Und tun damit anfangen wollen, hier mal wieder ein paar Bäume zu fällen. Einerseits sind mir die Bäume hier noch ein bisschen zu nah meiner. Die schlägt schneller, gell? Die schlägt... Alter, wie schnell ging das denn jetzt? Oh oh. Okay, ihr könnt vergessen, was ich gesagt habe. Also, definitiv ist das Ding schneller. Boah, krass. Guck mal, wir abgehen mit dem Ding. Alter, das hat sich voll gelohnt, die aufzurüsten. So, ich weiß nicht, wo der hingefallen ist, aber anscheinend nicht zu uns. Und die ganzen Blätter hier sind mega nervig. Ist zwar normal, aber ist nervig. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt hingefallen ist. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ich glaube jetzt hier weiter drauf ein. Nur bei denen dauert das irgendwie gleich lange. Ah, da hinten liegen sie. Aber wie gesagt, ist halt noch leiser und wir sind trotzdem noch im Stealth-Mode. Das heißt, wir sind auch echt gut getarnt. So, auch das ging jetzt irgendwie schneller. War das gerade nur so eine Einbildung von mir, oder? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. So. Die schlägt viel schneller als die andere. Durch die Federn. Mir fällt in die Richtung um, das ist sehr gut. Vielleicht habe ich vorhin noch einmal langsamer geklickt. Kann auch sein, dass ich wegen dem Mitzählen langsamer geklickt habe gerade. Auf jeden Fall gefällt mir die Axt sehr. Die macht Fetz. Und ich hoffe sehr, dass unsere Welt nicht gelöscht wird. Weil dann können wir das echt noch weiterbauen hier. Und dann halt mit den neuen Dingen wie bei Minecraft hier ein bisschen... So ein zweites Endlos-Let's Play. Das wäre krass, so ein Kanal, der aus drei Endlos-Let's Playen besteht, wäre auch schon cool irgendwie. Ich glaube, so viele würden... Nee, es ist... Also da müsste Forest sich, glaube ich, noch richtig krass weiterentwickeln, damit man das hier als Endlos-Let's Play spielen könnte. Weil es wird dann doch irgendwann, also momentan wird es dann doch auch schnell ziemlich langweilig. So, da haben wir wieder was erledigt. Wir sind wieder hier ein bisschen am Basteln und Bauen. Oh, Schildkröte. Cool. Ist auch momentan natürlich die Sache, dass... Jetzt baue ich mal hier das Ding. Ich jetzt natürlich extra viel aufnehmen am Anfang gleich, um natürlich einen gewissen Vorlauf zu haben. Ist ja logisch. Komm her. Obwohl, ich lasse die mal. Wir haben gar keine volle Stealth-Rüstung mehr, sehe ich gerade. Egal. Ich lasse momentan mal die Leguane, weil wenn wir die zu viele Leguane jagen, dann vermehren die sich nicht mehr. Das heißt, umso weniger Leguane wir finden, umso weniger dürfen wir also... Oh, was war das denn? Irgendwas getötet. Ich weiß auch nicht was. Oh.
Was habe ich denn getötet gerade? Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Irgendwas war's. Irgendein sehr unglückliches Tier. Ist gerade gestorben. So. Boah, diese ganzen Pflanzen. Das habe ich alles mal abgeerntet hier. Das war alles mal weg hier. Das war alles mal grün, ungrün. Das war meine schöne Steppe hier. Scheiß auf die Bären. So. Auch auf die. Das sind eh gelbe, giftige. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal ganz kurz, ich nehme mal die beiden Stämme hier noch mit, bevor ich jetzt sinnlos allein ohne die Stämme losrenne. So, da waschen wir uns doch gleich mal wieder. Das sind sogar drei. Okay. Und dann essen wir mal ganz kurz was. Ja, man sieht, wir sind noch ein bisschen grün, aber nicht mehr ganz. Du bist doch noch ganz grün in den Ohren. Nee, in den Ohren noch nicht. Oder nicht mehr. So. Knopfen wir mal einen Leguan. Dann hängen wir mal wieder Leguan auf. See. I, wenn wir die aufhängen können, ist dann natürlich geil. So, dann noch ein C. Noch ein C. Also es ist kein Leguan, aber das können wir trotzdem mal aufhängen. C. Und C. Sehr schön. Jetzt will ich natürlich wieder die Axt haben. Lass mal gucken. Nichts drinne. Leider auch nichts drinne. Und der Hase, ich nehme es stark an. Ich gucke kurz mal, vielleicht ist es ja in dem Spiel ein bisschen anders. Vermehrt sich alleine natürlich nicht. Logisch. So, ja, ganz kurz mal noch ein bisschen. Das Gezüppel wegmachen. Damit man hier ein bisschen besser sieht. Ich will wissen, wie viele Baumstämme jetzt hier mittlerweile schon rumliegen. Die ich noch nicht weggeräumt habe. Noch einer. Dann nehme ich den mit Wasser gleich mal mit, weil da ist auch noch einer. Bevor ich ihn da drinnen wieder vergesse. Wie letztens, also in der letzten Aufnahme, wo dann 5 oder 6 Baumstämme drinnen lagen. Wo ich hab's ja nicht vergessen, ich hab's einfach nicht genommen. Ist ja ein Unterschied. Ist ja ein Unterschied. Gaffer Bigs 2 von 176. Gaffer Rocks, wofür brauche ich denn jetzt schon wieder Rocks? Kann mir mal erklären, wofür ich jetzt schon wieder... Ach so, da hinten für das Ding. Was ich vorhin angefangen habe zu bauen. Na gut, hier liegt ein Baumstamm vor der Tür. Warum nicht? Soll mich auch nicht stören. So. Ich entferne mich jetzt natürlich zusehends von meiner Behausung. Und gucke mal ganz kurz, kleinen Moment, wenn ich mein Handy finde. Kleinen Moment, das liegt hinter mir. Ich gehe mal kurz hier drauf, damit wir jetzt nicht irgendwie von Wilden zerfleischt werden. Oh, ich habe ein bisschen Zeit. Also, okay, ja, das ist schön. Es ist momentan 23.40 Uhr, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich natürlich auch rechtzeitig in die Haier gehe. In die Haier gehen ist wichtig, deswegen... Auch bei The Forest und auch im richtigen Leben. Also meine Kinder, lasst euch gesagt sein, wenn ihr bei den Wilden übernachten müsst, dann immer rechtzeitig in die Haier gehen. Endlich darauf achten, ob irgendwelche Wilden in eurer Nähe sind und euch töten könnten. Immer mindestens vor Mitternacht in die Haier gehen. Sonst macht sich eure Mama Sorgen. So. So viel dazu. Überlebenstipps mit Neverguest. Bitte nicht nachmachen.
auch zu dem Thema, baut euch eine riesige Festung in einer Stadt voller Wilden, bitte nicht nachmachen. Es gibt Menschen, die normal denken, die bauen sich einfach eine kleine Festung und hoffen, dass sie da drin überleben. Neverguest baut sich eine 5 Meter Festung, 50 Meter Festung meine ich, und meint sich, ja, YOLO, ich hab halt das Zeug dafür, ne, die Zeit und so, und ja. Was nennt sich fernab von Realitäten leben? Kann auch dir passieren. So, da haben wir noch einen. Sehr, das ist wirklich... Das geht wirklich in die Luft. Wie sinnlos ist das denn bitte? Ich dachte, es gehört zu haben. Der Kopf ist auch zum Glück gar nicht gruselig oder so. Du hast Glück gehabt. Ich lasse dir diese Flucht. So. Ich lasse dir diese Flucht. Ist auch ein tolles Deutsch. Ist ein bisschen behindert, dass das in die Luft geht, muss ich gestehen. Soll mich aber nicht stören, wenn die Wilden trotzdem nicht durchkommen. Sollten die Wilden allerdings unten drunter durchlaufen können, fände ich das nicht mehr so klasse. Da im düsteren Dschungel sehe ich noch welche. Echt so in den Schatten zu laufen, finde ich echt unangenehm, muss ich gestehen. Wenn man so die ganze Zeit hier so hockt und dann läuft man in diesen Schatten rein. Ist nicht angenehm. Klingt komisch. Ist aber wirklich so. Dieses Schutzgefühl, was man hier auf der hellen Lichtung hat, ist dann irgendwie sofort weg. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Aber eigentlich bin ich ja gut ausgerüstet, ne? Oh, interessant. Und die Frage ist, nicht essen, deswegen tue ich es gleich mal weg. Hier war doch gerade noch einer, oder? Sticky Stick Stick. Ich dachte, hier wäre gerade noch einer gewesen. Dieser ständig wehende Wind macht einen zum Glück auch überhaupt nicht kirre oder so. Ist voll angenehm. So. Lass ich mal hier draußen stehen, damit ich auch wieder finde. Ach, hier ist noch einer, siehst du? Na gut. So, das ist irgendwie, ich bin, weiß nicht, was ich davon halten soll. So, dann platziere ich hier mal wieder ein paar Stöcker, die ich gesammelt habe. Und dann platzieren wir hier noch einen Stein, den wir gesammelt haben.